gesehen, tut mir leid. Haben Sie einen Termin? Oh, Sie sind noch ganz neu hier. Ja, also das hier ist die Praxis von der Frau Kiefer und also von mir. Und ich mache Hörtests und bin Ohrenärztin. Und ja, ich meine, Sie waren noch nicht bei uns, ist das richtig? Ja, sagen Sie mir einmal Ihren Nachnamen. Okay, und noch einmal Ihren Vornamen, bitte. Ja, ich habe Sie auch gefunden. Sehr gut. Ich sehe allerdings, dass uns noch einige Daten im Programm fehlen. Dürfte ich Sie das eben fragen? Okay, gut. Also, ich bräuchte einmal Ihr Geburtsdatum. Aha. Ja. Okay, das Jahr. Gut. Okay, habe ich eingetragen. Noch ganz jung. Gut. Okay, dann bräuchte ich noch einmal Ihre Adresse. Fangen wir am besten mit der Postleitzahl an. Ach, das ist hier um die Ecke. Das kenne ich. Ja, man muss gar nicht so weit fahren dafür. Und welche Straße? Nummer? Ach, das ist dieses eine Gebäude an der Ecke, habe ich recht? Ja, sehr gut. Das habe ich auch eingetragen. Gibt es vielleicht irgendwelche Vorerkrankungen oder sowas, von denen ich wissen sollte? Nein? Das ist gut. In Ordnung. Setzen Sie sich doch einen Augenblick, ich bin sofort für Sie da. So, da bin ich. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Also Sie sind für den Hörtest heute hier. Und ich sage Ihnen einmal, wie das alles ablaufen wird. Und zwar werden wir dafür ein paar Kopfhörer benutzen. Sie haben die auch schon aufgesetzt, das ist sehr gut. Und zwar werde ich vor einem Mikrofon einige Geräusche machen mit einigen Gegenständen und Sie versuchen genau hinzuhören und zu erraten, mit welchen Gegenständen ich diese Geräusche mache. Dafür machen Sie am besten kurz Ihre Augen zu und wenn Sie glauben, es erraten zu haben, dürfen Sie gerne gucken. Und Sie können mir auch gerne noch sagen, ob die Geräusche für Sie angenehm oder nicht so angenehm waren. Das würde mich auch sehr interessieren. So. Ich ziehe mir einmal die Handschuhe an. So. So, die Handschuhe haben den Sinn. Ich werde sie ja jetzt nicht irgendwie abtasten oder sowas. Das braucht man ja beim Hörtest nicht. Aber weil ich die verschiedenen Gegenstände in die Hand nehmen werde, wird es wahrscheinlich passieren, dass durch meine Haut und durch die Reibung andere Geräusche nebenbei entstehen und dass deswegen die Geräusche, die von den Gegenständen ausgehen, schwerer auszumachen sind oder schwerer zu erkennen sind. Dafür sind die Handschuhe da. Gut, in Ordnung. Sind Sie vorbereitet? Haben Sie sich bequem hingesetzt? Dann werde ich vorschlagen, dass wir sofort damit anfangen. In Ordnung. Ich glaube, ich teste als erstes mal dies hier. Machen Sie die Augen zu, sonst wissen Sie ja schon, welche Geräusche es sind. In Ordnung. Haben Sie es schon erraten? Genau. Es handelt sich um eine Bürste. Und ist das Geräusch angenehm oder nicht so angenehm für Sie? Ich mache es mal etwas langsamer. Ist besser als schnell, ja? Aber es ist jetzt auch nicht unangenehm, wenn es schneller ist, das Geräusch, oder? So, das ist gut.
wenn etwas unangenehm ist, kann das auch sein, dass es im Ohr ein paar fast schon Schmerzen ergibt, wenn etwas sehr unangenehm ist. Und das würde eben darauf hindeuten, dass wir das näher untersuchen müssen. Deswegen frage ich eben genau nach, ob etwas sehr unangenehm ist oder nicht. In Ordnung. Als nächstes hätte ich dieses Geräusch. Bitte machen Sie wieder die Augen zu, sonst wissen Sie ja sofort Bescheid. Wissen Sie schon Bescheid, was es sein kann? Ja, es ist auch kein Alltagsgegenstand, gebe ich zu, der ist aus meiner Praxis. Das ist nämlich eine große Pinzette. Die wird normalerweise auch für Ohrreinigungen oder sowas benutzt. Deswegen hatte ich die gerade da. Das Interessante bei dieser Pinzette ist, falls Sie mal genau hinhören, merken Sie, dass der Ton nicht von hier oben kommt, wenn ich zusammen klickere. Der Ton kommt von hier unten. Wenn ich jetzt das hier ans Mikrofon halte, ist es leiser, hören Sie. Und wenn ich mit dem anderen Ende näher dran gehe, wird es lauter. Ich probiere einfach mal den Vergleich aus. Man hört das genau, ne? Ja. Gut. Okay. Ja, das war etwas fies von mir, das tut mir leid. Aber es hätte auch sein können, dass Sie das irgendwie erkennen können. In Ordnung. Ich habe mir schon das nächste Geräusch überlegt. Und Sie machen wieder die Augen zu und sagen mir dann, ob Sie es herausfinden können oder nicht. Dann auch bitte sagen von wegen, ob es auf beiden Ohren gleich ist oder auf welchem Ohr Sie es lauter hören und auf welchem Ohr Sie es leise hören. Das herausgefunden hätten. So. Dann habe ich jetzt noch ein weiteres Geräusch. Und Sie müssten mir wieder sagen, ob Sie es hören, ob Sie es gut hören, mit beiden Ohren gleich gut und ob es angenehm oder nicht so angenehm ist. Und natürlich, was für ein Geräusch es überhaupt ist. In Ordnung, machen Sie wieder die Augen zu. So. Na, dafür muss ich mir die Handschuhe ausziehen, sonst funktioniert das nicht. Handschuhe selber sollen auch ein gutes Geräusch sein. Angenehm? Das habe ich auch schon öfter von meinen Kunden gehört, von meinen Patienten. Das stimmt. So, okay. Gut, jetzt kommt das nächste Geräusch und machen Sie doch bitte wieder die Augen zu, damit Sie mir sagen können, ob Sie es erkennen oder nicht. Sie nochmal die Augen zu
Und sagen Sie mir, auf welchem Ohr Sie es lauter hören und auf welchem nicht so laut. Sie, das ist auch irgendwie was Tolles an meinem Beruf, weil wann hat man denn mal die Gelegenheit dazu, so viel Klebeband von einer Rolle abzureißen, bis es nicht mehr geht? Ich glaube auch nur, ich habe diese Möglichkeit. Sehr schön. Na, ich und vielleicht ein paar Maler, die müssen ja auch einiges abkleben. Gut. Ich habe noch ein anderes Geräusch. Bitte machen Sie wieder die Augen zu. Aushören, in was für einem Behälter sich die Flüssigkeit befindet. Oder wäre das zu schwer? Ich mach mal etwas einfacher. Aus welchem Material könnte das sein? Spray. Und wenn ich schon gerade da habe, können wir es auch ausprobieren, ob Sie das gut hören, wenn ich jetzt damit auf das Mikrofon sprühe. Achtung. So. Konnte man das gut hören? Von beiden Seiten? Scheint es bis jetzt keine Probleme zu geben. Ich habe noch ein letztes Geräusch. Bitte schließen Sie noch einmal Ihre Augen. Das müssten Sie aber eigentlich sofort heraushören, weil Sie hatten es eigentlich schon mal gehört. Achtung! Sie haben ein ausgezeichnetes Gehör und ich sehe überhaupt gar keine Probleme. Und das kann ich Ihnen auch gerne attestieren. Ich hätte aber noch eine Bitte, und zwar, wenn Sie weiter nach unten schauen, dann gibt es da einen kleinen Fragebogen, also ein Kästchen, wo Sie etwas eintragen könnten. Tragen Sie doch bitte da Ihre persönliche Meinung ein und senden Sie es einfach ab, damit ich es mir später durchlesen kann. Ich freue mich, dass Sie bei Ihrem Termin dabei waren und ich hoffe, der Hörtest hat Ihnen auch gefallen und hat Sie etwas entspannt, weil das war auch meine Intention. Und wenn Sie möchten, können wir noch einen Termin machen. Und zwar würde ich dann eine Entspannungsübung mit Ihnen machen, die über das Gehör empfangen wird. Also keine körperliche Massage, sondern eine Hörmassage. Das würde so ähnlich ablaufen wie jetzt, nur etwas anders, weil das eben ein anderer Termin wäre. In Ordnung. Für diesen Termin drücken Sie einfach auf Abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und ich würde mich über eine Bewertung freuen. Das wird natürlich jeder Arzt gerne wissen, ob er seine Patienten zufriedenstellen kann oder nicht. Und ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend, eine entspannte Nacht und morgen früh eine entspannte